Wir sind in der Altmark, in der Westaltmark und wollen uns mal wieder ein paar Hünengräber anschauen. Eigentlich bei Lüdelsen, aber schon wenn man aus Stöckheim kurz davor rausfährt, aus dem Ort geht es gleich links ab zum ersten großen Grab. Hier sieht man wirklich einen riesen Deckstein, ein größeres Grab. Und wir sind gespannt. Bei Lüdelsen soll es noch mehr geben. Da gibt es eine ganze Reihe. Hier in der ganzen Gegend ist das alles voll mit diesen Hünengräbern. Aber schauen wir mal nach Lüdelsen in diese Richtung. Hier kann man sogar parken. Hier gibt es einen Parkplatz gleich, bevor man in den Wald kommt. Und hier haben wir auch schon das erste Grab, die erste Grabkammer. Und Hünenbett mit großen Decksteinen. Das sieht man also, hier gibt es auch Schild ausgeschildert. Durch den Chausseebau teilweise zerstörtes Großsteingrab mit Grabkammern und Hünenbett. Die beiden Decksteine sind in der Kammer eingesunken und zerbrochen. Aha. Jo. Es geht hier aber noch weiter. Hier gibt es nämlich in der Gegend eine ganze Reihe von Großsteingräbern. Und das kann man schön verbinden mit einer Wanderung durch den Wald hier, bis durch Lüdelsen durch. Da kann man sich mal die Kirche anschauen und noch so ein paar historische Highlights. Nicht weit, 4, 5 Kilometer, also durchaus machbar. Und hier kommt schon das nächste Großsteingrab, hergerichtet worden extra. Das schauen wir uns mal ringsum an. Man sieht schon die großen Decksteine. Und die Randsteine. Ja, und hier geht es weiter in Richtung des auf einem Hügel liegenden Großsteingrab. Das sieht man direkt von der Straße schon. Da muss man auch ein bisschen über den Acker gehen. Denn oben auf dem Hügel, oder beziehungsweise der ganze Hügel, ist das Grab eigentlich. Da sind wir gleich. Aber hier am Rand schon wieder das nächste Grab. Nicht mehr so gut erhalten. Aber wie gesagt, hier gibt es eine ganze Reihe von Großsteingräbern. Oh, hier hat man das Schild schon zerstört. Steht drauf, vermutlich zerstörtes Ganggrab im Nordbereich. 6 Trägersteine gekennzeichnet, erhaltener Teil des Grabes. Jo. Aber wir gucken mal weiter zu einem größeren. Direkt auf dem Acker liegt, dann so ein Stückchen über den Acker drüber. Mit einem sehr, sehr großen Deckstein. Oh, das ist ein ganz schöner Brocken. Dann gehen wir mal hoch. Den Hügel. Also wie gesagt, es liegt ja wirklich mitten auf dem Acker vor Lüdelsen oder bei Lüdelsen über Altmarkkreis Salzwedel. Ob wir hier hochkommen, ganz schön steil. Ei, ei, ei.